Moin, moin. Ich komme gerade aus dem Norden und das war richtig, richtig cool. Ein paar Workshops, ein paar Einzeltrainings und ja, ich habe viele neue Gesichter kennengelernt, auch schon ein paar Bekannte und es war richtig gut. Ich konnte auch ein paar Pferden helfen und die jetzt auch einen neuen Zugang haben, die Leute zu ihren Tieren. Das ist immer das Schönste. Aber das Video hat jetzt einen Grund, weil damit werde ich jetzt öfters konfrontiert. Und das ist das Thema Anmachen vom Boden. Ihr wisst, wie wichtig das für mich ist. Also nicht nur für mich, sondern es ist für die ganze Arbeit mit dem Pferd total wichtig. Aber da werden so manchmal so ein paar Sachen durcheinander geschmissen. Und das will ich jetzt mal kurz aufräumen. Also das Pferd anmachen hat den Zweck, dass das Pferd in einen anderen Zustand kommt. Dass es einfach mal aufmacht. Und auch bei Pferden, die von Haus aus schon sehr an sind. Die müssen wir erst recht einmal. Da muss einmal das Ventil gelöst werden, damit sich was befreien kann. Das ist total wichtig. Das ist wie so eine Art Leermachen. Du gibst dem Pferd die Möglichkeit, sich mal auszudrücken und dann kommen die in einen anderen Zustand. Was du bitte nicht machen solltest, und das habe ich jetzt auch in verschiedenen Videos gesehen, die Leute mir schicken. Nicht das Pferd, es geht nicht darum, das Pferd jetzt in 100 km/h 50 Mal im Kreis zu schicken. Das ist nicht Sinn der Sache, okay? Es reicht, wenn du siehst, dein Pferd zündet. Und das kann der schnelle Trab sein, das kann der Galopp sein, das kann auch ein Kreuzgalopp sein, es spielt keine Rolle. Du musst aber das Gefühl haben, das Pferd ist an, da tut sich was, das Pferd ist wach. Wenn du das hast, kannst du eigentlich nach einer halben Runde oder nach einer Runde sagen, okay, jetzt halte ich dich an. Jetzt mache ich eine Voranwendung aus der Bewegung. Im Idealfall machst du die aus dem Trab und nicht im Galopp, weil dann wird es manchmal so ein bisschen hakelig. Da ist einfach zu viel Flugkraft, wo du das Pferd, wo es ein bisschen schwierig wird, dann die Füße zu bewegen. Also mach nicht zu viel und auch mit der Fleck, wenn du sie benutzt, benutze sie über Kopf. Mach dein Pferd an mit der Energie in deinem Körper, ganz wichtig. Und wenn du siehst, dein Pferd ist unterwegs, lass es eine Runde laufen oder zwei, lass es traben und halt es dann an und mach dann erstmal eine Pause im Abstand. Wenn du es richtig machst, hast du nämlich auch einen Abstand zu deinem Pferd und das Pferd hängt dir nicht direkt vor dem Gesicht. Und dann wartest du erstmal, lässt dein Pferd mal ein bisschen pausieren, je nachdem, wie viel es gerade gemacht hat. Und nicht direkt wieder go, 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 die andere Richtung. Warten. Manche Pferde brauchen mal eine Minute, bis sie wirklich runterkommen, bis sie mal ein bisschen kauen, lecken, den Kopf ein bisschen fallen lassen. Da wartest du drauf. Und wenn das ist, sagst du dem Pferd, okay, jetzt machen wir das Ganze auf der rechten Seite. Und das musst du nicht lange machen, wirklich. Es geht nicht um die Dauer, es geht um die Intensität, es geht darum, dass du das fokussierst, auf den Punkt bringst. Weil je schneller du das machst, umso schneller kannst du dein Pferd belohnen. Was für dein Pferd sowieso das Allerbeste ist. Die Pause ist für dein Pferd das Allerbeste. So, also das wollte ich jetzt nur sagen. Ich bin jetzt ein paar Tage hier und dann geht es ab Mittwoch wieder Richtung Süden. Da werde ich 10 Tage sein und vielleicht bist du ja auch dabei. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Also, ich wünsche dir jetzt einen schönen Wochenstart und bis bald.